Unglaublich, aber wahr. Ein Stami natürlich. Natürlich ein Stami. Durch ein Pokémon an allererster Stelle, womit ich nichts anfangen kann. Was soll das? Todeskurs. Eine Donnerwelle. Ich wette, wir sind paralysiert und können nicht angreifen. Doch, wir können angreifen, aber es geht daneben. Unerwartet. Echt unerwartet. Ja, ist sehr interessant. Ich dachte, wir haben eine hohe Spezialverteidigung. Naja. Nee, ne? Ey, das ist doch jetzt echt Cheaten. Cheater-Teil. Ja, also wir dürfen gleich schon wieder runterrennen, um unser Pokémon zu heilen. Nein, ich mache jetzt nicht auf. Egal, wer da ist. So, dann setzen wir hier halt gegen Knospein. Ich mache erst aus, wenn die ein zweites Mal klingelt. Was hier... Ja, es war klar, dass du durch Genese kannst. Machst natürlich platt. Das war richtig unerwartenswert. Ich glaube, wir verlieren hier jetzt schon. Purenta. Auch wenn ich weiß, dass du Donnerblitz oder Donner kannst. Ich setze mal Schlitzhallen. Nee, du kannst nur Surfer. Wow. Ist aber auch platt, oder wie? Nee, mach's nicht platt. Volltreffer, komm schon, Volltreffer. Nö. Natürlich nicht. Was soll das? Okay, dann haben wir immer noch Waldemar. Also, ich hasse Stami irgendwie. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwas gegen Stami. Stami ist immer irgendwie das blödeste Pokémon, das es überhaupt gibt. Eine Psychokinese, Volltreffer. Nee, gut. Stärke. Gut, noch eine Stärke, dann ist es besiegt. Oder? Ja, gut. Es ist besiegt. Juhu! Wir haben das unbesiegbare Stami besiegt. Immerhin etwas. Und dann kommt direkt das nächste doofe Pokémon. Besitzt du nur doofe Pokémon, oder was? Ich hasse dich. Hyperstrahl. Sollte es jetzt nicht platt machen? Sei nicht besiegt, sei nicht besiegt, sei nicht besiegt, sei nicht besiegt, sei nicht besiegt. Gut, und du triffst. Hervorragend. So. Eisstrahl. Okay, das ist jetzt relativ doof. Aber, also nicht relativ doof, ich hätte ja alles andere hat ja auch besiegt. Auro Elisabeth. Auro Elisabeth. Ich glaube, ich probiere es erstmal mit Auro. Kann ich jetzt immerhin schon vorschwächen mit Geheimpower? Nee, ich hasse dich. Du bist ein doofes Pokémon. Also, wetten, es hat eine Prunusbeere. Nein! Wieso hast du eine Prunus... Ne, okay, toll, du hast eine Marombeere. Super. Also, diesen Kampf haben wir verloren. Außer es friert jetzt ein durch Aurora-Strahl, wenn wir Glück haben. Ja, nein, haben wir natürlich nicht. Wir sind paralysiert und es war ein Volltreffer. Das ist... Das... Ja... Das grenzt gerade überhaupt nicht an Impossibilities, aber doch tut es. Nee, du bist nicht eingefroren, das habe ich verdient. Nee, bist du nicht. Okay. Hier habe ich jetzt keine Lust auf solche Betrüger, habe ich einfach keine Lust. Da setze ich einfach jetzt knallhart ein... Smoothie ein, ja. Ja, ja, mach dein Feuerrohn, ist mir völlig shit egal. Wir schicken unser Akani rein, um es zu opfern. Während wir unser Elisa, unser anderes Pokémon hier heilen. Hypertrank. So. Stirb, Elisabeth. Vielleicht überlebst du es ja. Ha, 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 ha. Wie unerwartenswert. Nein, natürlich nicht. So, Schmusi, los. So, Psychokinese. Schneller sind wir immerhin schon. Es muss also nur einen Angriff überleben. Überlebe es, überlebe es, überlebe es, überlebe es, überlebe es, überlebe es, überlebe es. Ja, wir haben Zetra King besiegt und ein Stami noch dazu. Wenigstens.
Ich war verwirrt über Dinge, ich denke. Blöde Kuh. Du bist heute zu stark, das ist alle. Es fehlt ein S. Also ein S, nicht ein S. Naja, egal. Pokémon heilen, ja, das habe ich dringend nötig, weil ich habe nur noch ein halb lebendes Pokémon. Also, ich nehme übrigens alles zurück. Ich denke, wir werden hier nicht schneller sein als in K.O. Also nicht, wenn sowas auf der nächsten Etage nochmal kommt. Wie lange haben wir dafür gebraucht? Nur 5 Minuten 38. Mann, das wird ein neuer Rekord. Ich will nicht. Diese Kraft ist jetzt fertig. Okay, welche Kraft, welche Kraft, welche Kraft? Psycho-Bogen kommt jetzt. Ich hasse dich. Du sollst sterben. Sterb doch einfach nur. Todeskuss können wir ja auch nicht einsetzen, weil es hat Insomnia. Und er kann damit nicht einschlafen. Eissieb. Ja, das ist ja... Klar, das Typen kann natürlich Feuerschlag, weil es rechnet geradezu damit, dass der Gegner einen Rossana einsetzt. Pulverschnee, um es langsamer zu machen, damit auch irgendein anderes Pokémon es besiegen kann. So, besiegt? Nee, nicht, noch nicht besiegt. Okay, gut. Na! Ich hab gesagt, noch nicht besiegt und dann machst du verbrennt, oder wie? Wieso ist der Gegner nicht eingefroren gerade eben? Der cheatet doch, der Gegner, oder? Ines hat sich auch nicht gesenkt, ne? Er ist ja wirklich der Cheater. Ja, ich setze Waldemar ein. Dann kommt er mir wenigstens nicht mit Giftstoff und vergiftet mich irgendwie. Stärke. Psychokinese, Spezialverteidigung wird gesenkt, ist mir bewusst. Nee, wird nicht gesenkt. Auch schon fast wunderbar. Komplettheilung. Nee, ne, Elite steigeres Item. Na super. Stärke. Moment, das ist jetzt besiegt. Aber wir müssen gleich schon eh wieder runter, weil dieses Shit-Hypno dich voll... Ich hasse dich. Gegen Gänge hat Waldemar nicht eine einzige Attacke, die da angreifen kann, fällt mir gerade so auf. Los, Elisabeth. Mach mal was Richtiges. Aber ich wette, das Gänger kann Surfer. Kann Gänger Surfer? Wer weiß. Wahrscheinlich schon. Flammen. Ja klar, die Hypnose trifft natürlich. Die Hypnose trifft natürlich. Wo haben wir das Item denn? Die Pokeflöte. So, da kommt noch eine Hypnose. Nee, ein Donnerblitz. Super. Ich hätte wohl Feuerschlag kam es eh, dann, weil dann könnte es auch alles wirklich in unserem Team noch besiegen. Flammenwurf. Ja, ich hätte schon gesagt, wenn du triffst, dann cheatest du. So. Was kommt denn jetzt? Ein Heil-Item oder was? Jetzt leicht doof, weil es wahrscheinlich jetzt ganz knapp überleben. Ja, das ist doof. Ich glaube, ich breche den hier ab. Ich habe so keine Lust, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hatte mir unter gemischt irgendwie wie was Gemischtes vorgestellt und nicht irgendwie wie überstark oder sowas, weil da stand ja gemischt und nicht überstark. Ja, komm, schneller. So, es kommt ein Donnerblitz und wir sind paralysiert. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Ich weiß es jetzt schon. Nee, es passiert nichts. Aber ich kann machen, was ich will. Unser Elisabeth ist tot. Ein Spukball auch noch, ja. Okay, dann kann es auf keinen Fall Feuerhieb oder Feuerschlag, glaube ich, oder? Nee, komm nicht mehr hin, ne? Schneller als Elisabeth, ne? Das war unser schnellstes Pokémon, oder? 116? Nee. Knospe ist schneller. Dann los, Knospe, mach was. Wobei du auch nichts wirklich Richtiges kannst, ne?
Egelsamen. Ja, das setze ich auf jeden Fall erstmal ein. Egelsamen. Jawoll. Gut. Oh. Damit sind seine Überreste immerhin annulliert und die gehen auf mich praktisch über. Super. Damit nerven die mich schon mal nicht mehr zu Tode. Oh, ich mache sogar mehr Schaden als Überreste. Wunderbar. Ich wollte Schlafpuder einsetzen, nicht du Hypnose. Aber die Hypnose trifft unglaublich häufig für, ich glaube, nur 55%, ne? 55%ige Trefferchance. Da bin ich da schon relativ extrem. Gib mir deine Kraft. Wir können ihn auch einfach praktisch jetzt totstollen, aber darauf habe ich keine Lust. Wobei, doch mache ich irgendwie ja schon, wenn ich Schlafpuder einsetze. So, Buckeflöte, Buckeflöte, Buckeflöte. Sö, sö, sö. Spukball macht ja nicht so viel Schaden, 60 glaube ich. Ja, 50, 55 waren das jetzt. Überreste füllt hier ein bisschen was auf, aber ich mache hier mehr Schaden mit Egelsamen und die gehen auf mich. Juhu. Du wirst verliebt. Ich will kein Item. Ich wollte in den Kampf und Schlafpuder. Ja, geht daneben, zu Recht. Geht auch daneben. Nee, trifft. Juhu. Okay, damit ist der Kampf gewonnen. Puh, wenigstens das geschafft. So, Überreste, die dich wirklich heilt. Und die Egelsamen, der dir schadet. Rasierblatt. Ja, eine Runde muss ja mindestens schlafen. Das ist dein Pech, ne? Das ist dein Tod. Volltreffer, komm. Ja, okay. Das habe ich aber auch verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Erst kommen die Überreste. Und dann kommt der Egelsamen. Juhu, ja, überlebt es ganz knapp. Ich wette, es wacht jetzt auf. Ich habe es irgendwie im Gefühl. Nee, tut's nicht gut. Aber ist der Kampf ja wirklich gewonnen. Und ich habe den Kampf gewonnen. Juhu, juhu. Ja, wacht hier der ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Hier ist es, Psykraft. Nö, das ist ja gar nichts mehr gewesen. Ich mache es im Psykraft-Ruhmeshalle. Ja, mach das doch mal ruhig. Musst aber erstmal mich besiegen können, ne? Weil ich bin der Champ. Ja, ich will dich heilen. Ich will meine Pokémon heilen. So ist richtig formuliert. Ja. Ich wette, wir führen richtig mit der Zeit. Ja. Noch treffen. Eine Etage, zwei Etagen. Und was haben wir hier für eine Zeit? 13:15. Ich glaube, wenn wir es so weitermachen, dann schaffen wir das nie. Boah. Psycho-Pokémon, wollen wir wetten? Ich habe ein Gefühl. Hier kommt Donnerwelle, wickel mich nicht. Nee, es kommt Donnerwelle, ein Heiterer. Ich hasse es, wenn nächstes Mal Heiterer kommt. Ein Blitzer. Das geht ja noch mit Schmusi. Wobei, nee, jetzt Kanadelrakete. Das habe ich gerade im Gefühl. Nee, Doppelteam, okay. Doppelteam geht auch noch. Aber Psygenese trifft wenigstens da auch noch gut. Psygenese. Psygenese. Donnerblitz. Wir sind paralysiert. Sind wir wahrscheinlich doch nicht. Und treffen sogar noch. Ein Porygon 2. Da setzen wir einen Voldemort ein, weil das Porygon 2 ist relativ defensiv. Und ich habe Angst vor Reflektor oder sowas. Okay, wir können es jetzt nicht mehr vergiften. Das ist natürlich ein großes Problem für unser Team. Aber wir setzen Durchbruch ein. Oh, eine Blitzkanone, die ihn nicht trifft. Wahrscheinlich kann es auch nur Zielschuss. Ja, hätte ruhig K.O. gehen können, meine Güte. Und was hast du für ein Item? Eine Überreste. Nee. Eine Seilkarbeere, obwohl du eh schon schneller bist. Das ist super intelligent. Haha. Ha. Endlich mal Glück.
Oh, ich hätte so gerne Shiny Porygon 2. So gern. Oh, es wäre so toll. Also auch Porygon Z hätte ich gern. Oh Mann. Wickel, Klammergriff, Elektro, Wirbelwind, Wirbel umher. Oh, ihr singt alle mit. Wirbelwind, Wirbel, Wirbel, Wirbelwind. Yeah, 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 ja. Wirbelwind, Wirbel, Wirbel, Wirbelwind. Ha, huh, yeah, das ist der Zungenbrecher jetzt. 15, 14, Mann. Das ging aber mal schnell.